Was könnte wohl besser in den Herbst passen als Muttis Kürbissuppe? Die veganisieren wir heute. Und am Ende gibt es noch ein witziges Quiz für euch. Viel Spaß im Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gerade schon gesehen, Herbstzeit, Kürbiszeit, machen wir heute Muttis Kürbissuppe einmal in vegan. Ich habe mit ihr noch vor zwei Tagen telefoniert, habe noch mal ein bisschen das Rezept mit meinem Rezept abgeglichen und es entsprechend veganisiert. Und wir brauchen dazu auf jeden Fall ein paar Zutaten. Natürlich als Hauptzutat der Hokkaido-Kürbis. Ganz wichtig, wie findet man heraus, wie der Kürbis reif ist? Ja? Wenn er hohl ist, ist er reif. Ja, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall kaufen. Und Kürbissuppe ist super gesund, super lecker, einfach zu machen. Ich habe für euch das Rezept wieder so ein bisschen abgewandelt, damit wir sehr schnell und einfach eine wohlschmeckende Kürbissuppe machen können. Und die ist einfach sättigend, die ist gesund, die ist herzhaft, die ist saisonal. Also wirklich perfekt für die Jahreszeit. Ich wünsche euch viel Spaß im Video und nicht vergessen, ja, am Ende machen wir diesem Rezept, ja, habe ich mir irgendwie so mit ausgedacht, einfach nochmal 3 Quizfragen zum Kürbis. Ihr könnt einfach mitmachen und mitraten, ob ihr richtig liegt und wisst, wie so ein Kürbis tickt. Das sind jedenfalls die Zutaten, die wir heute für unser Rezept brauchen. Einmal ein Hokkaido-Kürbis, eine Süßkartoffel, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Kokosmilch, Gemüsebrühe und passt dazu natürlich auch nochmal ein bisschen Kokosfett. Nicht abhauen. So, wir sehen uns gleich nochmal in der Küche wieder bei der Zubereitung der Kürbissuppe. So, als erstes natürlich den Hokkaido-Kürbis schneiden. Einmal das Ende und den Anfang oder den Anfang und das Ende einmal abschneiden. Schön vorsichtig, der Kürbis ist wirklich hart und hier kommt jetzt der Trick. Einfach in die Mitte reinstechen, das Messer stark nach unten ziehen und dann einmal komplett um den Kürbis ziehen. Und dann kriegt ihr den Kürbis eigentlich sehr, sehr leicht aufgeschnitten, geteilt. Ja, jetzt natürlich noch das Fruchtfleisch entfernen. Das könnt ihr übrigens auch die Kerne einzeln nochmal sammeln, trocknen und einpflanzen, wenn ihr wollt. Ja, also ich nehme hier wirklich 2 Hokkaido-Kürbisse. Insgesamt sind es 1,152 Kilo, ja, also 4 Hälften. Und die schneiden wir jetzt entsprechend auch nochmal in Scheiben, in Würfel, später zum Anbraten. Jetzt bestreichen wir das Ganze mit Olivenöl. Alle richtig schön einmal einfetten. Also ihr müsst gar nicht so viel Olivenöl nehmen, aber so, dass auf jeden Fall so eine leichte Schicht über den Kürbisscheiben, Würfeln sind und über der Süßkartoffel. Wir schieben jetzt den Hokkaido-Kürbis und die Süßkartoffel, die wir mit Öl bestrichen haben, in den Ofen, 250 Grad, 20 bis 25 Minuten. Und in der Zwischenzeit werden wir die Zwiebeln und die anderen Zutaten schnippeln, schon mal ein bisschen andünsten. Und wenn das getan ist, dann machen wir mit dem Hokkaido-Kürbis weiter. Der wird im Ofen jetzt in der Zwischenzeit schön weich und die Süßkartoffel entsprechend auch schon so ein bisschen durch. Und hoffentlich löst sich dann, wie gewünscht, entsprechend die Schale ganz einfach von der Süßkartoffel. Ja, ab in den Ofen damit. 20 Minuten mache ich bei 250 Grad. Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch schneiden. Übrigens kurz zwischendurch, es gibt einmal den Ingwer. Und hier rechts eingeblendet den Ingwer. Von dem nehme ich 10-15 Gramm, wenn ihr auf Ingwer steht. Ingwer ist super, super gesund, gibt dem so eine spezielle Schärfe. Und der andere Ingwer, da könnt ihr die Hälfte von nehmen, der ist doppelt so scharf. Und jetzt braten wir das Ganze entsprechend an. Einmal die Zwiebeln schön glasig braten, Knoblauch und Ingwer entsprechend mit dazugeben und nur am Ende leicht mitbraten. Dann die Süßkartoffel schälen. Ja, hätte ruhig noch einen Tick länger am Ofen bleiben können. Klappt jetzt hier nicht ganz so wie gedacht. Aber sonst löst sich die Süßkartoffelschale eigentlich sehr, sehr gut. Dann den Kürbis zur Pfanne dazugeben und am besten die Zwiebeln nicht ganz so anbrennen lassen, wie es bei mir der Fall ist. Und den Kürbis schön mit den Zwiebeln und den anderen Zutaten mitbraten.
dann Kokosmilch nehmen, könnt ihr 6%, 9% oder auch 20 Gramm auf 100 Milliliter Fett nehmen. Dann das Wasser hinzufügen. Alle Zutaten entsprechend auch nochmal in der Beschreibung. Gemüsebrühe. Und dann entsprechend schon den angebratenen Kürbis mit Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer dazugeben. Jetzt kommen optionale Gewürze. Ich mache gern Kurkuma rein. Gibt dem Ganzen auch nochmal eine spezielle Note. Paprikapulver würde ich auf jeden Fall mit reinmachen. Salz. Und natürlich auch nochmal Pfeffer. Ich mag es ein bisschen schärfer und sehr würzig. Schon umrühren. Am Ende müsst ihr es auf jeden Fall nochmal abspecken, auch mit den Gewürzen und nochmal nachsalzen und pfeffern. Nachdem ihr das Ganze 15 Minuten, 20 Minuten habt kochen lassen, das Ganze einfach pürieren, so lange, bis ihr die passende Konsistenz für euch gefunden habt. Zwischendurch kommen wir jetzt mal zu den Quizfragen, die ich mir für euch überlegt habe. Um das Ganze hier ein bisschen interaktiver zu machen beim Rezept, gibt es jetzt nochmal drei Quizfragen, die ihr beantworten könnt. Und die erste Frage ist, ihr habt nochmal so 2-3 Sekunden zu überlegen, wie viele Kürbisarten gibt es? 400, 800, 1600 oder 3200? Ja, die richtige Antwort ist 800. Und davon sind nur 200 ungefähr essbar. Kommen wir zur zweiten Frage, die muss ich mal ablesen. Wie viel wiegt der schwerste Kürbis der Welt? 283 Kilo A oder B 590,5 Kilo? Oder ist es C 983,3 Kilo? Oder ist es Antwort D 1190,50 Kilo? Ja, das sind auf jeden Fall schon richtig krasse Zahlen, wenn man sich mal überlegt, wir haben heute einen Hokkaido-Kürbis verarbeitet mit einem halben Kilo Gewicht, zwei Stück, waren so 1,2 Kilo dann. Ja, die korrekte Antwort ist 1190,5 Kilo. Weltrekordhalter, ich blende hier auch mal ein Bild ein, richtig crazy. Ja, da kann man auf jeden Fall eine ganze Weile Kürbissuppe schlürfen. Kommen wir zur Frage Nummer 3, zur letzten Quizfrage. Wie lange kann man eigentlich Kürbis, also typische Kürbissorten wie Hokkaido, lagern? A. 1 Monat, B. 3 Monate, C. 8 Monate oder D. 12 Monate? 8 Monate ist die richtige Antwort. Ja, also mal gucken, wie euer Kürbiswissen, wie ihr aufgestellt wart und wie viel ihr richtig hattet. Und wir gehen uns gleich nochmal wieder, denn die Kürbissuppe hat jetzt nochmal so ein bisschen gezogen. Und jetzt machen wir gleich nochmal den Geschmackstest. Leute, wir sind fertig mit dem Kochen, fertig mit der Vorbereitung, Zubereitung. Und jetzt kann ich mich endlich bei den kalten Tagen auf die Kürbissuppe freuen. Mega lecker. Leider ist mir noch ein richtiges Malheur passiert, Leute. Ich zeige es euch mal. Also, es gibt Kürbiskernöl. Es gibt Kürbiskernöl und es gibt Schwarzkümmelöl. Ich weiß nicht, wer von euch Schwarzkümmelöl kennt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Es schmeckt nach Kümmel. Es ist das gesündeste Öl der Welt. Ja, wurde dem nachgesagt, hat sehr viele heilende Wirkungen. Aber es schmeckt beschissen. Und ich habe mir richtig schön über die frische Kürbissuppe das Schwarzkümmelöl schön rübergeschüttet. Ich denke mir so, hey, warum ist das denn so hell? Und warum riecht das so widerlich? Ja, super. Schön versaut. Alles nochmal raus, rein. Zum Glück nur ein Teller versaut. Insgesamt waren es so 4 Portionen, die jetzt quasi aus der Kürbissuppe rauskommen. Das heißt, ihr könnt auch 2 Kilo Hokkaido-Kürbis kochen. Also ungefähr ist die Portion so für 4 Leute. Ich habe ja gerade das schon mal so ein bisschen eingeblendet, wie es ausschaut. Ihr könnt es mit Reis essen, ihr könnt es mit Kartoffeln essen. Ihr könnt die Kürbissuppe auch einfach nur so schlürfen. Ja, super lecker auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt drauf. Gebt jetzt mal einen Geschmackslöffel. Ich habe die so richtig schön dick gelassen. Also ihr könnt die noch ein bisschen andünnen. Andicken und andünnen.
Und die ist super lecker. Ich liebe Kürbis sogar. Ja, vielleicht nicht jedermanns Geschmack Kürbis, aber dieses einfache, super leckere Rezept müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren und mir gern Feedback geben, auch wenn ihr keine Kürbisfans seid. Vielleicht werdet ihr durch dieses Rezept Kürbissuppen oder Kürbisfans. Man kann halt super viele tolle Sachen auch mit dem Kürbis machen. Cool auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das auch mit dem Quiz so ein bisschen gefallen hat, dass wir so ein interaktives Rezeptvideo gemacht haben, quasi so ein Quizrezept-Video und ihr davon mehr sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lasse es mir jetzt noch richtig schmecken und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.